Jetzt noch ein kleiner Rohstofftest auf 54 Meter. Zielpunkt ist der weiße Fleck auf der Zielauflage. Ich schieße jetzt zwei befiederte und einen unbefiederten. Höhe gut, bisschen rechts. Naja, Hauptsache der Rohstoff liegt in die Mitte. So, und die Sache schaut so aus. Also, das war der erste. Der ist ein wenig leicht links, habe ich ja gesagt. Den zweiten habe ich ein wenig. Ja gut, okay, der Bogen verlangt leicht harte Schulter. Ja, habe ich jetzt zweimal nicht so ganz richtig gemacht, aber dafür hat mein Rohschuft gepasst. Ja, und die ganze Sache ist jetzt da geschossen worden mit dem Schuh vom Henry Botnick. Ja, der Bogen, zeige ich mal die Daten nochmal. Das ist jetzt 54 Zoll auf 50 Pfund, 28. Ja, ach, der Pfeil, genau, der Parisan Extrem ist es. Da habe ich nur das Originalweb weggemacht und habe dann eben mein eigenes Design drauf gemacht. Ne? Na, okay, also man kann selbst solche Bögen bis auf 54 Meter mit einem Rohschaft abstimmen. Ne? Okay, wünsche euch noch was.